Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ich baue eine Adventure Map. Heute mit Challenge 12 und 13. Und Challenge 12 hat die Schwierigkeit extrem, man hat 60 Sekunden Zeit. Und die ist ein bisschen komplizierter, auch was Redstone angeht. Und zum anderen auch, ja, allgemein schwieriger, würde ich sagen. Oder neu, die hat was Neues, eine neue Idee hat mich da geritten. Und zwar kommt man hier rein und hier ist ein Schild. Bonus-Chest ist da und Challenge 13 ist da. Und ihr werdet sehen, man kann ja quasi direkt zu Challenge 13 laufen. Man kann also Challenge 12 komplett überspringen. Und das ist bewusst so gemacht, denn ich finde, extreme Challenges sind vielleicht nicht für jeden was. Und ich will nicht die Spieler vergraulen oder dass sie halt anfangen zu cheaten. Deswegen soll man extreme Challenges, glaube ich, überspringen können. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, quasi als Hilfe. Natürlich hat man dann weniger Diamanten, so, ne, weil man halt die Challenge nicht geschafft hat. So, jetzt natürlich, man kann hier durchlaufen und ja, Bonus-Chest-Tür, die ist ja zu. Hä? Ja, pass auf. Man muss den, wenn man den Timer aktiviert hat, hat man 60 Sekunden und innerhalb der 60 Sekunden muss man diesen Parcours hier schaffen, der vielleicht hier erstmal noch einfach aussieht, aber dann die spätestens hier ein bisschen schwerer wird, weil man hier diese Eisenzäune hat, wo man hier echt hochkraxeln muss. Das sind echt schwere Sprünge. Also in 60 Sekunden schafft man das nicht. Es gibt wieder eine Abkürzung, die man benutzen muss, um das zu schaffen. Sonst geht es echt nicht. Und selbst mit der Abkürzung wird es zeitlich schon, glaube ich, knapp, weil die Sprünge halt echt schwer sind. Und naja, man muss dann halt innerhalb der 60 Sekunden diesen Knopf gedrückt haben. Denn dann passiert, dass diese Tür hier aufgeht und dass sich die Bonusraumtür öffnet. Und zudem, es ist, glaube ich, ganz interessant mal zu sehen, ist es so. So, da oben kommt das Signal vom Knopf und das wird dann hier unten hingeleitet und macht hier die Tür auf. Und zum anderen läuft es hier hin und schaltet diese Fackel um in dieser Unschaltung. Und wenn die aus ist und die aus ist, dann geht die hier unten an und die Tür zum Bonusraum geht auf. So, jetzt ist die Sache, also musst du den Knopf gedrückt haben, sonst geht die Bonustür nicht auf. Und jetzt ist die Sache, dass diese Fackel, wenn die angeht, dann bleibt die Bonustür zu oder dann geht sie zu. Man kann sie von außen nicht mehr öffnen, egal ob man den Knopf drückt oder nicht. Sobald die angeht, ist vorbei. Und die geht natürlich an, wenn der Timer abgelaufen ist. Ne? Der Timer wird hier ausgelöst, läuft der Timer hier ab und dann nach den 60 Sekunden wird die hier angeschaltet und danach ist vorbei. So, das war erstmal das auszuklügeln. Da hat mich schon ein paar Minuten gebraucht, so, ne? Weil das gar nicht mal so einfach umzusetzen war, wie ich das mir zuerst gedacht habe. Habe ich so gemerkt. Oder ich war einfach nur an dem Tag ein bisschen dumm. So, zudem drückt man quasi die Druckplatte, um die Challenge zu betreten. Dann geht hier ein Ticken los, ne? Also man hat hier so ein Intervall, so tick-tack, 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 tick-tack. So, und dann gehen hier die Notenblöcke, werden angesprochen. Das erzeugt so einen Klick-Sound, ne? Das habe ich mir von der Adventure Map, die ich gestern gezockt habe, habe ich mir das abgeguckt. Glasblöcke und so eine Schaltung macht quasi dieses Ticken. Und ja, das Ticken geht natürlich los, wenn man den Timer quasi startet. Und wenn der Timer hier durchgelaufen ist, dann wird dafür gesorgt, dass sich dieses Ticken hier wieder resettet. Dann hört das Ticken also auf. Und ja, das alles für Challenge 12. Ein ziemlicher Aufwand an Redstone-Zeug und so. Da muss ich mir echt einiges abfotografieren, um das zu gucken, wie man das so baut und das überhaupt alles hier runterzupacken. War aber ziemlich cool. Hat auch Spaß gemacht. War ich auch ein bisschen stolz, als ich das endlich fertig hatte. So. Genug gelabert über Challenge 12. Gucken wir uns doch mal an, was ich mir bei Challenge 13 ausgedacht habe. Man kommt hier also hin. Entweder hat man Challenge 12 gemacht oder nicht. Und dann kommt auch etwas, was ich mir aus der Adventure Map aus gestern angeguckt habe. Und zwar dieser Creeper. Wobei ich habe ein bisschen noch angepasst an meine Bedürfnisse oder meine Vorstellung, wie der aussehen sollte.
Das sieht ja ganz cool aus, so denkt man sich, oh ja, ein schöner Creeper. Habe ich aber natürlich nicht umsonst gebaut. Sondern hat auch eine Funktion, und zwar sind Betten. Und hier beginnt Challenge 13, Schwierigkeit hart, 80 Sekunden Zeit. Und man kommt hier rein und denkst so, ja, okay, interessant. Oh, hier ist ja ein Po-Loch, hier kann man hier hochspringen. Und dann bin ich ja hier. Und, oh, hier sind Betten. Hä, wo war denn jetzt die Challenge? Ja, was man nämlich nicht sieht, ist etwas, was ich irgendwie so cool fand als Effekt, weil man sieht halt vorher so den Creeper hier schon. Denkst du, aha, schöner Creeper. Wenn man dann einfach mal hinten nachguckt, sieht man, dass hier eine Jump-Challenge ist, die so, ich glaube, nur drei wirklich schwere Sprünge dabei hat, sonst kann man alles eigentlich locker easy machen. Und dann muss man hier hoch und dann gibt es hier einmal so eine Truhe. Aber die Bonus-Chest ist da hinten, nämlich hier bei dieser Tür, ist die Bonus-Chest. Die Frage ist natürlich, wie kommt man da hin? Man muss dem Grünen folgen. Ja, also dieses ganze Jumpen besteht eigentlich aus dem grünen Part. Deswegen fand ich das auch cool, so dass diesen Gang, wo man erst vorher hochgelaufen ist und da hinten fällt man irgendwann wieder runter, so, dass man den nochmal benutzt. So muss man hier an die Leiter springen, nachdem man den Jump-Part da hinten gemacht hat, und dann hier um die Ecke und dann ist hier auch eine Leiter und dann kann man wieder hochgehen. Und das sollte weniger als 80 Sekunden dauern, wenn man diese Chest haben will. Ja, kommt also da rein. Und fand ich also eigentlich Hauptidee dieser Challenge war, man sieht erst den Creeper und dann sieht man quasi, wenn man genau hinguckt, ach, dahinter ist ja eine ganze Challenge. So. Das war die Idee dieser Sache. Fand ich cool. So, keine Ahnung, ich hoffe, es hat ein cooles Feeling. So, vielleicht mache ich hier noch so ein bisschen Dekoration, noch ein paar Lavafälle oder sowas, dass es noch ein bisschen krasser aussieht oder so, oder Wasserfälle. Muss ich mir noch überlegen, ob ich da das Design noch anpasse und ja. Das ist also soweit die Adventure Map, wie ich sie bisher gebaut habe. Natürlich gucken wir uns nochmal an, wie das denn. So, ich mach das mal hier schön bei Nacht. Wie das denn jetzt so im Gesamtpaket aussieht. Hier ist der Creeper drin, da ist Challenge 12, hier ist der Creeper. Und ja, ist schon mittlerweile ziemlich groß und klobig geworden. Ziemlich viele Kapitel. Ich bin ganz zufrieden bisher. So ein paar Ideen habe ich da noch. Und ja. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Das würde auch mich ziemlich freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Ich baue eine Adventure Map oder in einem neuen Video wieder. Ganz nachdem, wie ihr euch entscheidet, was ihr als nächstes anklickt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Was ich gerade schon mal gesagt habe, ich wiederhole mich. Wow, es ist nachts. Tut mir leid. Tschüss.